Finanzen. Zur Beantwortung steht Staatssekretär Dr. Michael Meister zur Verfügung. Die Frage 33 wird schriftlich beantwortet. Die Frage 33 beantwortet der Staatssekretär. Und zwar ist es die Frage vom Kollegen Klaus-Peter Wiltsch, Refinanzierung Griechenlands nach Auslaufen des dritten Hilfspaketes im August 2018. Herr Kollege Wiltsch. Herr Staatssekretär, bitte schön. Ja, Herr Präsident, lieber Kollege Wiltsch, die griechische Schuldenagentur konnte am 8. Februar diesen Jahres erstmals wieder seit 2010 eine Staatsanleihe mit 7-jähriger Laufzeit am Finanzmarkt platzieren. Die Emission brachte 3 Milliarden Euro ein, bei einer Nachfrage am Markt in Höhe von 7 Milliarden Euro. Das ist die Emission mit der längsten Laufzeit seit Jahren. Zuvor hatte Griechenland 2014 und zuletzt im Juli 2017 jeweils 5-jährige Anleihen begeben und im November 2017 einen umfangreichen Anleihetausch durchgeführt. Diese Entwicklungen sind durchaus positiv zu bewerten. Entscheidend für die Refinanzierungsfähigkeit Griechenlands über das Programmende hinaus bleibt die erfolgreiche und konsequente Umsetzung der Reformagenda. Vielen Dank. Erste Zusatzfrage, Herr Kollege Wiltsch. Herr Staatssekretär, hat die Bundesregierung Kenntnis davon, zu welchem Tag, zu welchem Termin die Anleihen in welcher Höhe fällig wären, und könnten wir diesen Anleihenkalender haben? Also wir haben den Anleihekalender Griechenlands jetzt nicht selbst dezidiert vorliegen, aber wir können mit Sicherheit beim ESM nachfragen, ob es dort eine solche Übersicht gibt, und wenn die zur Verfügung gestellt werden kann, dann können wir die in geeigneter Weise auch weiterreichen. Zweite Zusatzfrage. Bitte. Geht die Bundesregierung nach wie vor davon aus, dass Griechenland die im Rahmen der drei Pakete erhaltenen Kredite vollständig und fristgerecht tilgen wird? Ja. Weitere Zusatzfrage des Kollegen Axel Fischer. Ich frage die geschäftsführende Bundesregierung, wie sie die Refinanzierungsfähigkeit der Länder Irland, Portugal, Italien und Spanien bewertet. Wir gehen davon aus, dass sich aufgrund der Wachstumssituation sowohl in Irland wie auch Spanien die Situation deutlich für beide Länder verbessert hat. Wenn Sie Spanien sehen, haben wir ja gerade in jüngerer Vergangenheit eine vorzeitige Rückzahlung in Richtung ESM gehabt. Das zeigt, dass offensichtlich auch die spanische Regierung davon ausgeht, sich vernünftig refinanzieren zu können. Auch bei Irland ist seit Programmende des Hilfsprogramms ja die Nachprogrammschau unterwegs. Und dort haben wir bisher auch positive Informationen jeweils bekommen bei der Nachprogrammkontrolle. Die Frage 34 wird schriftlich beantwortet. Damit, Herr Staatssekretär, ist der Geschäftsbereich